Thema Nummernschildbeleuchtung. Ich kam drauf, weil ich an meiner Kawasaki mal dieses brutal große und nicht schöne Originalteil. Du findest es nicht schön? Ich finde es nicht schön, nee. Wollte ich mal ersetzen. Also ich spreche jetzt nicht nur von dieser Nummernschildbeleuchtung, sondern dieses Gesamte. Aber da kommt ja das Thema Nummernschildbeleuchtung. Das Ding muss weg, muss irgendwie einen Ersatz haben. Habe ich was auf Amazon gefunden. Und da gucken wir jetzt mal gerade, ob das was taugt. Wir hatten ja schon so die ein oder andere Negativerfahrung. So, so sieht das Ganze aus. Das soll dann halt später mal, bin ich optimal vorbereitet. Wir haben da so ein Blech. Wo habe ich eigentlich das Blech hin? Da, hinter der Zebra-Rolle. Da soll später mal, also wir machen aus diesem Blech dann so einen neuen Halter und da soll das Ganze dann so drauf. Aber taugt das was, wenn es aus woher auch immer kommt, wenn es aus China kommt und hat es ein E-Prüfzeichen? Das Ding hat schon mal ein E-Prüfzeichen. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Nee, sieht nicht also so schlecht aus. Ich habe schon schlechtere gesehen. Ja. Es sind sogar hier Messinggewinde drin. Es sind Messinggewinde drin, ja. Hier sind auch schon so gute Anschlussstückchen dran. Ja, es macht eigentlich. Also es macht qualitativ jetzt schon mal einen viel besseren Eindruck wie die letzten Blinker, die wir haben. Es steht halt sogar auch ein Hersteller drauf. Rizoma ist, glaube ich, auch nicht das Schlechteste. Ja, ich denke mal jetzt so vom ersten Feeling her kann man das eigentlich das verbauen, ne? Mal so schlecht, ja. Ja. Also, ich würde sagen, das kann man durchaus mal probieren. Wir posten euch mal den Link zu dem Artikel unten in der Videobeschreibung. Es scheint hell genug zu sein. Es macht qualitativ eigentlich einen wertigen Eindruck, ist auch, wenn man mal so ein bisschen, ich drücke da gerne mal so ein bisschen gewaltiger dran rum, also das funktioniert auch, das kann man auch machen, das hält. Ein kleines Manko habe ich allerdings, da sind keine Schrauben mit dabei. Jetzt ist das wahrscheinlich M2,5 oder irgendwas. Ja, das ist was ziemlich... Warte mal, M3 habe ich da, okay. Also das können wir gerade mal testen. Probier mal, das reinpasst. Genau. M3. Okay, es gut. Ist M3, ja. Gut. Aber trotzdem... Wäre es nicht schlecht gewesen, wenn du nicht dabei wärst. Ja, ich finde es halt scheiße, weil meistens will man ja umrüsten. Und jetzt so ein Fall wie bei mir, da ist dann halt hier irgendwie M6 drin oder sowas. Wenn man nicht gerade Modellbauer ist, hat man auch keine M3 zur Verfügung. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwo Bastler ist, sondern das Ding jetzt einfach kauft und sich freut, dass man das jetzt dran bauen will. Meistens ist das ja so. Man kauft was, das Paket kommt an, man muss sofort irgendwie in die Garage und will das dran bauen. Aber ihr könnt auch bei eurem Computer irgendeine Steckkarte rausziehen und der Slot ist mit einer M3er-Schraube gesichert. Aber das ist Grobgewinde. Nee, das ist egal. Nee. Das ist metrisch. Das ist metrisch, ja. Also es gibt da auch noch ein Feingewinde, aber das ist nirgendwo drin. Nee, ich meine, hier ist Feingewinde. Und bei den Slots hast du gröberes. Nee. Ja. Das ist M3. Okay. Also die Slots sind mit M3 fest. Ja, jedenfalls, also man packt das ja aus, man freut sich, dass man es dran bauen kann. Wenn man jetzt irgendwie kein Modellbauer ist, Hobbybastler und hin und her und halt keine M3-Schrauben daheim hat, ist ein bisschen Enttäuschung da, ja. Bezahlt man wahrscheinlich für die Schrauben auch mehr wie für das komplette Rücklicht? Wahrscheinlich, ja. Also, ansonsten macht es einen guten Eindruck. Ihr werdet es dann auch nochmal in einem anderen Video von uns in Aktion sehen. Also schaut mal unseren Kanal durch. Es sind ein paar interessante Sachen dabei. Da findet ihr auch Tests von weiteren Artikeln. Nicht nur Nummernschild beleuchten, sondern auch Blinker, Scheinwerfer etc. Wir testen alles durch, vielleicht ist da was für euch mit dabei. Ja, ansonsten schaut immer mal wieder rein, wöchentlich Neuigkeiten und schöne neue Videos. Wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder euch für irgendwas interessiert, was wir bis dato noch nicht gezeigt haben, schreibt uns bitte in die Kommentare. Wir werden dann gucken, ob wir das umsetzen können.
und euch dann ein Video machen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zusehen, würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann bekommt ihr auch immer die ganzen News direkt, wenn wir ein neues Video veröffentlicht haben. Ja, bleibt dran, gute Fahrt und habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, schöne Woche. Macht's gut, bis dahin, tschüss.